Hallo, mein Name ist Ralf von Bergetools und ich zeige euch heute, wie man die Remmount-Schiene für den JL installiert. Los geht's mit dem Einsatz. Das ist also die Grundplatte, die an den zwei vorhandenen Schrauben befestigt wird. Hier dran dann, oder? Genau. Ja. Also hier. Genau. Guck mal, R wie Ralf. Ja, passt. Ich mache jetzt einfach mal nach Gefühl. Ja. Ist ja nett von Jeep, dass sie da schon so zwei Schrauben drin haben. Keine Ahnung, wofür die ansonsten sein sollen. Könnte klappen. Könnte klappen. Könnte sogar relativ problemlos klappen. Was wenn es dafür gemacht wäre? Verrückt. Jo. Voll. Hast sitzt, wackelt, hat Luft und scheint auch richtig gut fest zu sein. Okay, was haben wir hier Schönes? Clip after install. Okay. Ah, genau, weil das ist der Einsatz, wo dann die Kugeln da reinkommen. Schon geil. Noch dran kommen. Geht's? Gerade noch. Okay, also kleiner Tipp. Kurzer Schraubenzieher. Kurzer Schraubenzieher. Oder vorher. Ja, aber dann kannst du es ja nicht mehr. Weil man doch trotzdem hier dran kommt. Ah ja, ja dann. Also ich denke mal, die Vorher-Variante ist wahrscheinlich sinnvoller. So Ralf, wir haben jetzt mal die Bedienungsanleitung hier zu Rate gezogen. Welche Erkenntnis haben wir? Was manchmal absolut Sinn macht, ist doch vorher da drauf zu gucken. Aber ich meine, mit ein bisschen logischer Überlegung hätten wir auch so drauf kommen können, dass das Einschrauben natürlich in dieser Variante uneingebaut deutlich sinnvoller ist. Deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Aber ich hatte auch zuerst gedacht, dass ich hinterher nicht mehr dran komme. Ich meine, mit einem kurzen Schraubenzieher würde es ja auch ohne Probleme gehen. Ja, also ich denke mal, es geht beides, je nachdem, welches Werkzeug man hat. Aber es ist so schon deutlich angenehmer als da oben. Ja. Gut, jetzt heißt's rausklippen. Warte mal. Schauen wir mal. So ein bisschen Plastik. Sträubt sich. Ich will natürlich auch nichts kaputt machen. Okay. Oder R wie Rubicon. Passt auf jeden Fall. Oder R wie Remmounts. Es kann sein, dass ihr die noch weiter aufschrauben musst. Unten die. Nee. Sehr schön. Da hat ja echt mal jemand mitgedacht. Wieder begeistert. Ich finde die so super. Ja. Ich liebe die. Ich glaube, deswegen habe ich mir damals auch irgendwie 6 oder so davon bestellt, weil die passen nämlich auch in die Schiene vom Frontrunner vom Frontrunner-System. Das heißt, man könnte sie sich einfach an
an das Frontrunner ranschrauben. Also gerade irgendwie, wenn du Außenkamera irgendwie genau. mit GoPro oder irgendwie was. Ja. Perfekt. Ja. Super. So, was haben wir denn noch Schönes? Hier ist ein kleiner Arm. Ich denke mal, das wäre für das Handy vielleicht ganz okay, oder? Die hier? Ja. Genau, hier, das hier ist ja die X-Grip-Halterung. Warte mal, oder lass uns mal gleich die andere dran machen. Und das hier ist eine neue. Quick Grip. Bei der X-Grip muss man immer zwei Hände nehmen, um das X aufzumachen. Und hier kannst du mit einer Hand einfach rein raus. Und wenn es besonders ruckelig wird, kann man hier noch kleine Ecken ranschrauben. Also ich wüsste nicht, was man fahren soll, damit es rausfällt. Das sieht gut aus. Super, auch ein tolles Teil. Ja, hat was, ja. Wird gleich im Jimny verbaut. Also du hast ein iPad oder halt irgendein Tablet? Ich habe ein Tablet, genau. Also das ist ein Samsung, glaube ich. Weil es, zumindest weil ich noch nichts Vernünftiges für die Navigation fürs iPad gefunden habe. Deswegen haben wir Locus über Android. Och, wir waren schon so lange nicht mehr unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Ja. Ja, ich denke mal, das werde ich mir jetzt noch so ein bisschen einrichten müssen, dass ich wirklich hier optimale Sicht habe. Wahrscheinlich eher noch mal ein bisschen um die Kurve, dass ich es etwas niedriger habe. Ja. Aber im Prinzip liegt das jetzt von meiner Sicht aus, ist die Oberkante Tablet noch innerhalb der Motorhaube. Das bedeutet, es behindert mich eigentlich im Prinzip selbst in dieser Höhe überhaupt nicht. Also Arme gibt es ja von Rembound drei verschiedene Größen. Das ist der lange hier, wo das Tablet dran ist. Am Handy ist hier der mittlere und dann gibt es noch einen kurzen. Ich denke mal, für die Geräte nach vorne braucht man auf jeden Fall den langen oder den mittleren. Den kurzen würde ich dann nehmen, wenn hier irgendwie noch vorne eine Kamera hinkommen soll. Es gibt ja auch Verbindungsstücke. Man könnte auch einen mittleren und einen kurzen nehmen. Genau, mit dann nimmst du diese Hantel dazwischen. Genau, die Adapterkugeln. Und, ja. Das könnte noch eine sinnvolle Variante sein, wenn man das Ganze ein bisschen niedriger haben möchte hier. Aber auch so, wie ich es gerade eben vorhin andersrum installiert hatte, war das komplett im Bereich der Motorhaube, das Tablet, sodass es mir keinerlei Blick weggenommen hat. Was nimmst du? Locus, gell? Ja. Ja, habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht eigentlich. Das ist schön. Na ja, gut, jetzt haben wir ausnahmsweise. Na ja, gut, das können wir zeigen. Das ist eine Straßenstrecke auf Korsika. Da kann man nicht viel verkehrt machen. Die anderen zeigen wir nicht, weil da haben wir so viele schöne Strecken. Die sind geheim. Die sind geheim, genau. Ich muss mal buchen. Und Martina muss ihr Handy in der Hand halten. Wir hatten bei ist mir ja nicht so nett. Beim kriegen wir auch noch runter. Beim JK hatten wir hier eine Kugel verschraubt und entsprechend die Halterung hier. Aber das ist natürlich für den Beifahrer nicht so schön. Gerade wenn man länger unterwegs ist, war das schon eine ziemliche Behinderung. Hier ein-, aussteigen und so weiter, immer aufpassen müssen, dass man sich nichts anstößt, abreißt und so weiter. Deswegen finde ich die Lösung hier oben echt super. Ja. Klasse. Ja, wie gesagt, also man sieht alles. Perfekt. Ja. Ja, und da könnte man ja durchaus noch, also das kann man durchaus ja hier noch ein bisschen weiter rüberholen. Dann hat man hier noch für Kamera oder zweites Handy auf jeden Fall locker auch noch Platz. Ja, ich würde sagen, wie viele Kugeln passt, also noch zwei auf jeden Fall mindestens. Ja, also jetzt gerade wenn du jetzt eine Kamera für vorne oder sowas, das ist ja dann auch relativ, ja, die kannst du überall, die kannst du in die Ecken setzen. Also mindestens vier Kugeln kriegst du ohne Probleme unter. Ich denke mal sogar eher noch ein bisschen mehr. Aber wer hat so viele Geräte?